Deswegen wird das nur eine grobe Übersicht sein. Verzeiht es mir einfach an der Stelle. Ich habe Creality angefragt, ob die mir nochmal ein Gerät zuschicken würden, dass ich ein bisschen tiefer testen kann. Aber momentan habe ich einfach noch nicht die Gelegenheit dazu. Nichtsdestotrotz möchte ich euch gerne so ein bisschen meine Eindrücke mitteilen. Und ich habe natürlich auch einiges gedruckt. Vieles von den Sachen, die ich gedruckt habe, darf ich euch nicht zeigen, weil die für den Kunden sind. Ich habe aber auch die Gelegenheit bekommen, eine Sache zu drucken, die halt nicht für den Kunden ist. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Also wer das nicht verpassen will, dranbleiben. Aber ich kann im Grunde genommen sagen, dass das eigentlich ein K1C Max ist. So ein bisschen. Ja? Er hat die gleichen Eigenschaften. Er hat die Kamera, er hat entsprechend das neue Hotend drin, er hat die 09er Motoren mit den kleineren Pullis, soweit ich das sehen konnte, drin. Also keine VFAs ab Werk mehr drin. Ja? Er hat hier hinten den Aktivkohlefilter drin, etc., etc., etc. Natürlich das Übliche an Firmware, kann man natürlich auch entsprechend routen. Man kann natürlich auch hingehen und kann dieses Creality OS, in Anführungszeichen, also was so eine Art Web-Oberfläche für Clipper ist, was ja hier drauf läuft, man kann das komplett runterwerfen und kann dann dafür Fluid oder Mainstay draufpacken. Das geht natürlich über dieses Creality K1 Helper Script. Den Link dazu packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Das habe ich hier schon ein paar Mal ausführlich diskutiert. Das funktioniert hier auch wunderbar und kommt hier auch nochmal auf das Gerät drauf. Der Kunde hat sich das in letzter Minute nochmal gewünscht. Deswegen kann ich sagen, ist schon an sich ganz cool. Was mir gut gefällt, ist, dass er hier einen Netzwerkanschluss hat. Das heißt also nicht wie jetzt X1C, K1C, K1 und hast du nicht gesehen, einfach nur über WLAN, sondern hier hinten ist halt ein dedizierter Netzwerkanschluss dran. Das Ding habe ich schon ein paar Mal gesagt, kostet 50 Cent. Ja? An alle Hersteller, packt das Ding rein. Möchte ich gerne bei jedem Drucker sehen, ist mir egal wo. Prusa hat das auch mittlerweile verbaut. Beim Mini ist das auch verbaut. Also es ist nicht so schwer, das wird wohl irgendwie gehen. Ja, ich weiß, beim K2 Plus kommt das und ich hoffe, dass es beim K2 und beim vielleicht K2 Max, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch kommt. Das ist auf jeden Fall was, was ich mir wünsche, weil gerade wenn man mehrere Drucker da stehen hat, möchte man eine stabile Verbindung haben, hat man hier. Ansonsten kommt das Ganze mit der üblichen Creality-Druckplatte, also mit dieser Bildtag-ähnlichen Druckplatte. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig. Und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen. Und damit machen wir weiter im Video. Man hat nochmal ein schönes Kit mit dabei, wo man eine Spachtel, eine Zange etc. alles Mögliche mit dabei hat, also die ganzen üblichen Verdächtigen. Und ich habe für den Kunden nochmal so eine texturierte Platte entsprechend besorgt. Die ist nicht mehr ganz taufrig, ja, aber die funktioniert. Die habe ich irgendwo nochmal kostenlos abstauben können. Die kriegt der Kunde auch nochmal mit dazu, damit er einfach nochmal alte raus, neue rein. Ist ein kleiner Bonus vor oben drauf. Genau. Was mir immer noch nicht gefällt, das ist halt das Einzige, wo er sich noch vom K1C, finde ich, unterscheidet, das sind die Füße. Das seht ihr hier entsprechend, ja, die Füße sind immer noch abnehmbar. Beim K1C sind sie mittlerweile fest verschraubt. Aber ansonsten unterscheiden sich die zwei Geräte eigentlich nicht mehr wirklich viel. Die Scharniere bei der Tür sind bei dem Drucker halt noch mal ein bisschen lockerer, wie beim K1 damals. Das haben sie beim K1 deutlich besser gelöst. Aber das Display ist im Prinzip das Gleiche. Die Hardware, die drin verbaut ist, soweit ich es sehen konnte, ist eigentlich die gleiche wie beim K1C. Nur, dass das Ding halt ein gutes Stück größer ist und nochmal LiDAR mit dabei hat. Der Aufbau vom Gerät ist eigentlich, naja, nicht vorhanden. Man packt das Ding aus, packt das Display dran, packt hinten den Spulenhalter dran, stöpselt den ein und lässt ihn sich kalibrieren. Ja, genau wie beim K1, beim K1C und jetzt halt auch entsprechend beim K1 Max. Muss ich sagen, hat wunderbar funktioniert. Und bis auf die drei kleine Objekte hier, die ich zum Test gedruckt habe, damit ich euch was zeigen kann. Das ist übrigens mit dem Creality Hyper-Series PLA gedruckt und ich habe gedacht, okay, das Weiße ist halt natürlich jetzt nicht so schön für die Kamera entsprechend und habe nochmal was in dem Isan PLA Plus in Grau gedruckt und das ist so ein Würfel, der war hier drauf, den habe ich einfach mit den Settings, die da drauf waren, entsprechend gedruckt.
zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen B-Roll. Ihr kriegt das dann eingeblendet. Und dann habe ich natürlich noch mal ein bisschen was Größeres drucken dürfen. Und ich habe die 1,5 Tage genutzt und habe einfach gesagt, okay, ich drucke mir mal den Bo-Katan-Helm. Und den habe ich nicht einfach nur aus PLA gedruckt, sondern was ihr hier draufstehen seht, ist ABS. Das heißt also, ich habe eine Rolle Ethan ABS Plus genommen, habe das dann entsprechend als Datei gesliced, habe natürlich vorher geguckt, dass die Größe richtig ist. Und ja, das Ding passt. Wunderbar, da sind meine Augen. Das heißt also, ich kann ohne Probleme rausgucken. Und das ist die Druckqualität, die der Drucker mit ABS raushaut. Ich will ehrlich zu euch sein, sie ist nicht perfekt. Ja, also wir haben halt immer noch, das Seam hätte ich mir ein bisschen, genau wie beim X1C hier oben nochmal schön ein bisschen Mühe geben, ja. Aber wir haben halt auch bei ABS, weil es halt kein aktiv beheizter Bauraum ist, hier oben dann langsam gesehen, dass sich so leicht die Layer voneinander separieren. Das muss ich halt im Nachgang dann mit ein bisschen Epoxy oder irgendwas in der Richtung von der Innenseite nochmal ein bisschen stützen und von der Außenseite nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Aber insgesamt muss ich sagen, von der Druckqualität her für ABS ist das schon ziemlich Bombe. Hätte ich das jetzt in PLA gedruckt, hätte ich mir wahrscheinlich hier die Layer Separation gespart. Das werden wir aber nochmal nachholen. Wir werden nochmal einen Vergleich machen mit dem Kidi Plus 4, der schon in Frankfurt steht. Wenn ihr das Video seht, ist er wahrscheinlich schon ausgepackt und steht schon hier hinten oder drüben und druckt mir den Helm nochmal in der gleichen Größe. Und dann werden wir mal das Druckergebnis von dem Kidi Plus 4 mit dem K1 Max Druckergebnis vergleichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so auf den ersten Blick, wenn man jetzt noch mal ein bisschen drüber schleift und noch mal ein bisschen Spachtelmasse, also so ein bisschen Sprühspachtel drüber packt, dann ist das schon ein ganz schickes Ergebnis dafür, dass das ABS ist. Klar, Ethan ABS Plus ist sowieso so ein bisschen eine Geschichte. Habe ich bisher noch nie so wirklich viele gute Erfahrungen gemacht mit. Gerade mit Layerhaftung und sowas in der Richtung sind die ja nicht ganz so doll dran. Ich habe das jetzt hier mit 265 Grad Düsentemperatur und 100 Grad Druckbetttemperatur gedruckt. Und das hat auch bei diesen dünnen Auflageflächen hier unten drunter. Ich habe so einen ganz dünnen Brim hier manuell dran gepackt vorher, hat aber wunderbar gehalten. Auch die Druckobjekte vom Kunden haben teilweise recht dünne Ränder und die haben auch in ABS wunderbar auf entweder der Druckplatte oder auf der texturierten Druckplatte gehalten. Ein bisschen 3D-Lack drauf gemacht und es hat wunderbar funktioniert und ich kann euch sagen, die Druckobjekte haben den kompletten Druckraum teilweise ausgenommen. Deswegen haben wir so ein großes Teil müssen bestellen, damit wir halt auch sicher gehen können, dass halt auch große Sachen wie zum Beispiel mal so ein Gehäuse oder so ein Helm entsprechend vom Kunden drauf passt. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Das Gerät hat der Kunde hier in der Schweiz bei Brack geschossen. Das ist ein Online-Shop, so ähnlich wie Amazon. Und hat dafür 599 Euro bezahlt. Das ist natürlich für so eine Kleinserie optimal. Das heißt also, das ist quasi schon fast ein Drittel von einem X1C und hat einen größeren Bauraum. Das war natürlich einer der ausschlaggebenden Punkte und natürlich Datensicherheit. Ja? Wir können hier hundertprozentig kontrollieren, welche Daten wohin gehen, weil wir keine Cloud-Anbindung haben und etc. etc. Klar, ihr könnt die Cloud anbinden, müsst ihr aber nicht. Ja? Und das ist halt für den Kunden ein wichtiges Kriterium gewesen, dass er gesagt hat, okay, meine Prototypen oder meine Closed-Source-Objekte, die ich habe, wo ich halt jetzt nicht unbedingt will, dass die Konkurrenz das hat, drucke ich halt nur auf dem Gerät, wo ich weiß, dass sie halt nicht aus dem Haus rausgehen. Das ist gerade im Business-Bereich ist das unheimlich wichtig immer. Und damit ist mein kurzes, aber knappes Review für den K1 Max soweit fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Gerade wenn ihr das Review zum Kidi Plus 4 nicht verpassen wollt. Und natürlich vielen lieben Dank an alle, die mich unterstützen, sowohl hier auf YouTube als auch auf Patreon. Vielen lieben Dank an den Kunden, dass ich das Gerät doch nochmal kurz fürs Video testen durfte. Und natürlich vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.